Hey Leute und damit herzlich willkommen zur neuen Folge HiFSG hier auf der Map Condas. Ja, ich bin mit dem, also Resource Pack kann ich auch mal zeigen. Blindness V2 Pack. Ja, mal gucken, was wir damit reißen können. Ich denke mal, wenn wir jetzt erstmal ein Schwert bekommen, sieht es ganz gut aus und ich renne Richtung, ja, Richtung Wasserrutsche, denke ich. Ja. Okay, eine Hose. Vielleicht vorher noch Autoscooter looten, ich weiß nicht. Oh, nice, eine Waffe. Ich bin auch gar nicht eingespielt. Na gut, eigentlich schon, aber nicht mit Kisten looten. Ich habe ein bisschen auf Revate gespielt. Ja. Okay, Goldschwert brauchen wir nicht. Wir haben ja ein schönes Holzschwert dabei. Ja, dann gucken wir mal, dass wir da hinten noch schön einen Brustpanzer und so finden können. Anzusprechen habe ich nichts, nur, na gut, das Video wird wahrscheinlich am Sonntag kommen. Und danach, die Woche, bin ich die ganze Woche weg, also mit der Schule, also eine Kursfahrt, wo wir halt eine Woche in Barcelona bin ich da halt. Und kann in der Woche auch keine Videos bringen, also ich werde da was vorproduzieren. Also ich weiß nicht, ob ich ein Video vorproduziere oder zwei, ich habe auch nicht so viel Zeit, deswegen gucken. Ich muss eh gucken, wie nach den Ferien werden Videos wahrscheinlich, wenn ich schaffe, 3 Videos pro Woche oder so, mehr nicht. Wegen Schule und so. Ja, muss ich gucken. Sehr nice, ein Eisenbrustpanzer, genau, den wollte ich haben. Dann können wir da unseren ersten Typen töten. Jonas. Jonas. Zwei Jonas sind hier. Ich hab einen Leck. Ich glaube, der wird teamen. Typisch Halbspieler, denke ich. Ja, der wird bestimmt mich zu seinem Teammitglied locken. Und da mich töten wollen. Ja, dann gehe ich da erstmal der andere Tattoo noch looten. Weil ich glaube nicht, dass der Solo spielt, wenn es hier zwei Leute mit Jonas gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, im 1-1 ist der bestimmt auch nicht schlecht. Also, aber ich würde gegen ihn 1-1 machen, wenn hier nicht 1000 andere Leute noch ihm helfen würden, bestimmt. Da hinten ist auch noch jemand, die können wir uns auch holen. Nice, noch ein Eisenhelm. Ja, wir haben echt nicht viel Rüstung, aber ein bisschen was wir haben, ist eigentlich ganz gut. Okay, ich muss hier schnell raus. Komm, I'm Jonas, Freund. Komm her. Ja, mal gucken, was der drauf hat. Er ist auf jeden Fall, er hat bessere Rüstung. Um einiges eigentlich sogar. Ich glaube, gegen ihn zu kämpfen ist blöd. Die Tattoo da ist noch nicht gelootet, wie es scheint. Ich weiß gar nicht, ob er ein Steinschild hat oder nicht. Wir haben 2 Dias einfach mal bekommen. Jetzt will ich flüchten und dann mit dem Diaschwert machen. Da bin ich stacked. Okay, wir haben... Ich habe manchmal so eine Ruckler gerade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ist mir eigentlich auch egal. Okay, da hinten ist jemand. Vielleicht will er den Typen töten. Och, Mann. Der soll weggehen. Weil so will ich nicht gegen kämpfen. Er hat halt bessere Rüstung. Und ich weiß nicht, Schwert sind wir gleich. Aber er hat halt um einiges bessere Rüstung. Wenn ich ein besseres Schwert habe, also mit Diaschwert, kann ich auf jeden Fall ihn rasieren, denke ich. Auch wenn er bessere Rüstung hat. Komm schon, Schuhe brauche ich. Oder eine bessere Hose. Komm, alleine Kettenhose oder Goldhose. Wäre schon geil. Egal, wir holen uns erstmal jetzt schnell das Tierschwert. Da vorne ist ja zum Glück eine Werkbank. Und 0 Kills haben wir. Das sieht immer so scheiße aus. Ich hoffe, dass es diesmal eine killreiche Runde wird, wo ich nicht davonlaufe. Na gut, in der letzten Folge bin ich halt auch nicht wirklich davongelaufen. Hatte halt gar keine Gegner gefunden. Ja. So. Ach, unsere Rüstung ist echt scheiße. Egal, wir gehen nach da hinten gucken. Ich würde gerne kämpfen auf jeden Fall. Ich gucke einfach, wo Gegner sind. Ich werde jetzt nicht lange irgendwo rumlaufen, wo niemand ist oder so. Sondern werde auch schon Gegner suchen. Komm schon, Schuhe oder eine... Oh, gut, eine schöne Hose. Ja, 6 Rüstungsbalken. Jetzt noch irgendwelche schönen Schuhe und dann sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Ich gehe Richtung Spawn, weil da sind ja meistens Gegner, die wir töten können. Pfeile wären auch noch schön, aber brauchen wir halt nicht unbedingt. Wir haben halt ein Diaschwert, was schön stark ist. Ah, ich hoffe, diese 2 Jonas-Leute teamen nicht. Ich kann ja mal fragen, ob es FFA ist. Weil sonst, wenn die teamen, bräuchte ich auf jeden Fall ein FNS oder bessere Rüstung. Ja, Level habe ich nicht. Das ist ja die Sache jetzt, am Spawn zu campen ist auch immer blöd. Hier muss doch irgendwo ein Gegner sein. Oh, ich habe manchmal so eine komischen Standbilder. Ich weiß nicht warum, aber ja.
Sind die da unten vielleicht? Ja, da sind drei Leute. Ich glaube, ein Team verfolgt irgendjemanden. Nice, wir haben den Jonas. So, nehmen wir das mit. Haben wir ihn auch. Ich glaube, der will nicht kämpfen, der Arme. Geh weg, das ist mein Stuff. Haben wir ihn auch. Ja. Flint nehme ich auch noch mit. Ich hatte die Sache, ich will auch nicht unbedingt, dass andere Leute den ganzen Stuff bekommen. 6 Eisen einfach mal. Wir können uns dann auch Eisenschuhe machen, so Full Iron. Dia-Schwert, FNS haben wir auch. Sieht echt gut aus. Ich denke mal, dass ich hier auch gleich in der Nähe noch ein bisschen bleiben werde. Halt, damit der Stuff halt nicht genommen wird. Obwohl, so stackt der Stuff dann auch wieder nicht. Ja, hoffe ich mal, dass jetzt die anderen nicht Team. Ich kann mal gucken, wer lebt noch. Jonas Freund und dieser Rolex PvP. Ja, auch wenn die Team, wir sind eigentlich so stacked, dass wir das schaffen könnten. Aber ja, wir riskieren mal lieber nichts. Natürlich ist besser, FFA haben wir jetzt eigentlich bestimmt die Stacks und Stuff. Ja. Das waren 3 schöne Kills. So, dann gehe ich mal nach da hinten. Ich weiß immer nicht, wo ich genau hinrennen soll. Ist ein bisschen blöd ohne Kompass, finde ich manchmal. Ich glaube, da ist niemand am Spawn. Das ist dieser Rolex PvP und dieser Jonas. Team die oder Team die nicht? Ja, ich glaube, die Team. Ich glaube, es hat die nichts gezogen. Es hat auch nicht gesessen. Ich weiß nicht, ich habe leider auch gar keine Pfeile. Aber da kommt noch jemand an. Sehr gut. Und die eine ist, glaube ich, hatte einen Disconnect oder so. Adios. Auch ein Dia-Schwert, der einem Rolex. Okay, nice. Wir haben also ein paar Kills gemacht. Echt eine krasse Runde. Ja, wir nehmen mal ein bisschen. Ich hoffe, die Team nicht, aber denkt nicht. Ja, Flint können wir auch noch mitnehmen. Obwohl, brauchen wir doch auch wieder nicht. Ich würde halt den Stuff hier nicht liegen lassen, aber ja. Ich denke nicht, dass jetzt jemand kommt, Leute, oder? Oder wir können uns noch Pfeile am Spawn craften. 4 Pfeile sind besser als gar keine Pfeile. Oder lieber ein bisschen nach da, weil das sicherer, aber das dauert länger. Ich gehe zum Spawn. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt von hinten gebacksteppt werde. Das wäre halt echt nicht schön. Ja, aber ich bin echt zufrieden mit der Runde. Ich hoffe nur, dass mein Minecraft jetzt nicht irgendwie crasht. Das wäre richtig dumm. Oh, 16 Pfeile, Leute. Ja, wir sind auf jeden Fall stacked. Stacked, stacked, stacked. Oh, eine schöne verzauberte Angel. Können wir auch mitnehmen. Von S haben wir genug. Ich denke nur, dass sie mich ziemlich targeten werden wegen meinem Stuff. Ich hoffe nur, aber auch wenn sie zu zweit sind. Ja, ich glaube, die Team. Nee, die Team doch nicht. Ja, der hier sieht nicht nach einem Problem aus. Der gibt merkwürdige Hits, Leute. Sorry für den Bowspam, egal, ich gehe nochmal rauf. Ich habe so einen Lex manchmal, deswegen wollte ich lieber auf Safe den wegspammen. Aber egal, ich gehe jetzt so rauf. Aber er hat halt auch ein verzaubertes Eisenschwert. Ich glaube, sein Schwert, es kann halt stärker sein als meins. Da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Ich krieg gerade gar keine guten Hits. Ja, es tut mir leid wegen dem Deathmatch, ist jetzt nicht das Geilste. Weil, ja,
Wenn er jetzt so lange wegrennt, ich werde jetzt wahrscheinlich dann Speed oder so reinhauen. Weil ich das nicht mag, wenn jemand so lange wegrennt. Ich habe noch einen Fall. Ich habe ziemlich gebossbammt, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wir haben ihn. GG, Leute. 1060 Punkte oder so gemacht. 7 Kills. War eine coole Runde. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Lasst eine positive Bewertung da. Und ciao.